Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Horsti hat, Horsti sagt gerade Physik. Okay, dann bevor ich nächste Runde klicke, es werden hier mit den Kanalpunkten, entweder muss ich die Physik teurer machen, oder ich muss mich auf jeden Fall nächstes Mal noch mehr zurechtlegen. So, wir machen wieder was mit Fluoreszenz, deswegen arbeite ich kurz die Physik ab. Ich habe hier zwei weiße Flüssigkeiten und wenn ich die mit UV-Licht beleuchte, und jetzt kann man es, glaube ich, relativ gut erkennen, hier, dass die eine Flüssigkeit ziemlich doll fluoresziert und die andere, naja, so ein bisschen UV-Licht reflektiert. Und was hier drin ist, in dem Probenbehälter, wo die Flüssigkeit drin ist, die fluoresziert, das ist ganz normales Vollwaschmittel. Und in dem anderen ist auch Waschmittel drin, und zwar Waschmittel, was die schwarze Farbe schützt. Nämlich das, was die schwarze Farbe im Waschmittel schützt, ist nicht irgendein zusätzlicher Stoff, sondern bei Waschmittel, das die schwarze Farbe schützt, hat man etwas weggelassen, nämlich optische Aufheller. Diese optischen Aufheller sorgen dafür, binden sich an den Stoff der Kleidung, und wenn Sonnenlicht darauf fällt, Sonnenlicht hat ja auch einen gewissen Anteil an UV, den sehen wir nicht. Aber wenn optische Aufheller drin sind, dann sorgen die dafür, dass UV-Licht diese Stoffe anregt, und die leuchten dann quasi in einem längeren Wellenlängenbereich. Also sie nehmen UV-Licht und machen es sichtbar, sodass etwas, was einen optischen Aufheller drin hat, im Sonnenlicht stärker leuchtet oder schöner aussieht. Das ist derselbe Effekt. Da sind auch optische Aufheller drin wie bei Textmarkern. Ja? Da sind auch solche optischen Aufheller drin. Die nehmen UV-Licht und sorgen dafür, dass UV-Licht, das normalerweise unsichtbar ist, in eine sichtbare Wellenlänge umgewandelt wird. Und so funktioniert das mit Waschmitteln oder mit Textmarkern. Und der erste optische Aufheller war noch aus Kastanien gewonnen. Und wenn ihr vielleicht irgendwo vor der Haustür einen Kastanienbaum habt, dann könnt ihr optische Aufheller ganz einfach selber machen. Einfach 2-3 Äste durchbrechen, in Wasser reinsetzen. Was sich daraus löst, ist tatsächlich auch fluoreszent unter Schwarzlicht. Sieht sehr lustig aus. Geht doch auch, oder? Es gibt ja auch Waschkastanien. Das ist gerade Ja, genau. In Waschkastanien sind tatsächlich auch optische Aufheller, soweit ich weiß, mit enthalten. Aber auch, ich glaube, natürliche Tenside. Jetzt aber nächste Runde. Da war schon wieder ein Seitenhieb gegen Trump, hast du gesehen? Ich habe gar nicht hingeguckt. Oh mein Gott, ich hab's verpasst. Was stand da? Redacting Tax Returns oder irgendwie sowas. Oder sowas in der Richtung. So, Hazel Adams will uns was erzählen. Oh, unser Health steigt, das ist schön. Du, Herr Lampe, können wir noch einen Ableger machen? Irgendwie auf dem Server, der sich nur mit diesen Trump-Spitzen beschäftigt, um zu erklären, was das bedeutet, oder das immer mal wieder mit einem Zeitungsartikel zu unterlegen, also weil es wirklich lustig ist, was er da tut. Das, liebe Romy, ich habe dir auf dem Discord-Server Rechte gegeben, wo du so etwas tun kannst. Mach einfach eine Kategorie auf, oder ich kann auch nachher, wenn wir hier fertig sind, eine machen, wenn du Lust hast, da auch Links rauszuhauen. Ich weiß, das ist ein kleines Hobby von dir, dich damit zu beschäftigen. Kann ich machen, klar. Wenn er einen Bock drauf hat, also nur für meine Selbstbeschäftigung brauche ich das jetzt nicht, aber wenn ihr sagt, er hat der Bock, dann wäre schon cool. Bilana sagt schon, das wäre super. Yes. So, Warning from our Minister. Hazel Adams ist Minister für Industrie, mag nicht, was wir gerade aktuell machen, und ihre Hauptunterstützer sind Umweltschützer und Kapitalisten. Sie schlägt vor, Health Tax Credits, also das ist dieser Vorschlag, ein System von Steuerreduzierungen und Krediten dafür geschaffen, um Menschen
dazu zu ermutigen, in der privaten Gesundheitsvorsorge ihr Geld auszugeben. Das erhöht die Healthcare, die unabhängig vom Staat funktioniert. Mhm. Also jetzt sind wir wieder bei den Freiheitsrechten und bei der Debatte in den USA. Wäre das jetzt eine Debatte? So dieses, der Staat nicht, sondern die Leute sollen dasselbe tun. Das ist ihre eigene Verantwortung und der Staat darf ihnen das nicht vorschreiben. Ich mit so einer typisch deutschen, vielleicht auch Prägung, sage, Leute, Gesundheitsvorsorge sollte staatlich abgesichert sein. Ja, ich bin da auch kein großer Freund von, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und also, weiß ich nicht. Wenn das der Breaking Point ist, es ist relativ teuer vor allem, ne? Also, wir können bis zu 10 Milliarden dafür ausgeben. Also, das wäre dann ja quasi der ganze Gewinn, den wir von der CO2-Steuer ausgeben, würde dann dafür sorgen, dass wir den Markt der privaten Gesundheitsversorgung boosten. Richtig. Das würde natürlich dabei helfen, dass unsere Krankenhausbelegung runtergeht. Einfach, weil die Leute, würde ich jetzt mal vermuten, nicht so oft zum Arzt gehen, weil sie sich im Zweifelsfall nicht leisten können. Weil ja auch bei uns, in unserem Staat ja auch Leute dabei sind, die jetzt von so einer Steuersenkung, wie auch immer, nichts hätten. Ja. Also sowas bringt jetzt echt nur den Leuten, glaube ich, was, die sich das leisten können. Ich glaube, wir würden diejenigen vergessen, die es eben nicht leisten können. Ja, hier, die Pur, also für die Armen geht's nach unten, und die Meinung ist das ja größtenteils, aber ich glaube, wenn die private Healthcare höher wird, dann wird das für einige Sachen und einige Probleme, die wir haben, mal abgesehen davon, haben wir jetzt durch viele Dinge dafür gesorgt, dass unsere Gesundheitsversorgung nach oben geht. Ich weiß nicht, warum wir jetzt massiv Geld reinballern sollen. Dann würde ich eher ein paar Milliarden auf das staatliche Gesundheitssystem geben, damit alle versorgt werden können. Ja. Genauso. Ja, vor allem ist das ja Geld, was uns schlussendlich fehlt, um andere Dinge zu machen, die jetzt dazu führen, dass wir, das weiß ich, nicht noch weiter in Forschung und Entwicklung oder in mein geliebtes Jugendparlament in den Kommunen gehen können. Also das können wir halt alles, also warum? Ich fände es auch cool, wenn der Staat nach wie vor die Entscheidungsinstanz ist an diesen Stellen. Und wir halt unter anderem dafür da sind, dass es den Leuten in unserem Land gut geht, weil die haben uns das anvertraut. Ja, also ich sehe jetzt auch nicht ein, hier eine Ministerin, die schon so rot ist, wenn sie uns verlässt. Wir können tatsächlich mal überlegen, ob wir vielleicht die beiden austauschen gegen jemanden, der bessere Fokusgruppen hat. Mhm. Aber ja, okay, machen wir erstmal weiter. Wir haben hier eine Situation, Illegal Immigration Outcry. Okay. Signifikantes Wachstum von illegaler Immigration hat dafür gesorgt, dass sich Menschen aufregen. Nämlich Konservative in unserem Land. Die ethnischen Spannungen sind bereits hoch und mit porösen Grenzen, die immer wieder durchbrochen werden, ist damit zu rechnen, dass es irgendwie demnächst die Fäkalien den Ventilator treffen. Konservative und Liberalism geht runter. Und zwar krass. Okay, ja. Wir sollten uns dann vielleicht mal Einwanderung und so reinhören. Auf jeden Fall, ich finde es auch spannend, dass das jetzt kommt in diesem, ich vermute, es hat auch irgendwas mit dem Update zu tun, weil wir ja gerade dieses 5 Jahre, wir schaffen das Zitat, gefeiert wurde. Nicht, wir haben es nicht gefeiert, aber ich habe in den Medien jetzt echt oder in einigen Zeitungen auch so Artikel darüber gelesen und über diese Zeit. Auch spannend, das auch mal so rückblickend sich anzugucken, was war denn da eigentlich los? Und insofern ganz spannend, weil bei den Auswirkungen geht ja der Liberalismus nach unten. Und das hatte wiederum, würde ich vermuten, was damit zu tun, dass die Spannungen, diese rassistischen Spannungen, wie auch immer geartet, dass da jetzt da stand, dass die so nach oben gegangen sind. Und damit die Freiheitsrechte und damit der
der Liberalismus. Also, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber auf jeden Fall 5 Jahre danach und da kommt es. Ja. Ja, also ich schätze auch, also ne, der Entwickler ist ja auch, also Cliff ist, was das angeht, irgendwie, er hat auf jeden Fall zu allem eine starke Meinung und er baut hier einiges aus der aktuellen Sache ein. Und es ist ja eine Alpha-Version, da kann er halt auch noch ausprobieren. Das ist ja tatsächlich dafür da und gewollt. Da unten steht auch wieder ein Spruch von Alexandria Ocasio-Cortez. Also ich meine, ich finde es einfach spannend, dass eine Frau, eine Politikerin, die das erste Mal im Repräsentantenhaus sitzt, es mit einem Zitat hier reingeschafft hat. Und es gibt andere Leute, die machen das seit 30 Jahren oder eine Ikone wie John Lewis, der vor kurzem gestorben ist, und die halt nicht. Also ja. Das. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Alexandria Ocasio-Cortez hat ein sehr, sehr fähiges Team und nutzt die sozialen Medien, besonders auch Instagram, großartig. Um politische Dinge zu erklären oder auch, wie über sie berichtet wurde. Da hat sie neulich mal, habe ich auf Twitter gesehen, hat jemand davon geschwärmt, wie toll ein Instagram-Post war, mit total viel Text, wo sie Dinge auseinandergenommen hat, wie das Framing da war. Natürlich auch parteiisch für ihre Seite, aber ich fand das total interessant, wie sie das getan hat. Und wird dafür ja auch gelobt. Also es kann mit ein Grund sein, ne? Sie erzeugt halt gute Öffentlichkeit. Genau, das kann sie wirklich gut und das muss, gehört wahrscheinlich heute auch irgendwie zu dem Geschäft dazu. Ja. Und inhaltlich, glaube ich, vor 3 Wochen, 4 Wochen hat sie eine wirklich großartige Rede im Repräsentantenhaus gehalten, wo es darum ging, dass einer der republikanischen Kollegen sie angefeindet hat. Aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber ich habe mir diese Rede angehört und habe irgendwie gedacht, so wow, Hut ab, sauber durchargumentiert und nochmal klar gemacht, warum dieses Verhalten gar nicht geht und dass das nichts mit Politik zu tun hat. Und da, das fand ich echt schön. Und nun wird sie zeigen müssen, was sie kann. Weil Politik machst du halt nicht mit Instagram, sondern Politik machst du in nächtelangen Verhandlungen, in denen du andere Meinungen hörst, in denen du streitest und in denen du im Zweifelsfall auch mal sagst, okay, ich habe nicht. Und das geht, glaube ich, nur über die Zeit und es wird sehr spannend sein zu beobachten, in welche Richtung sie geht. Ja, ich sehe jetzt gerade auch noch mal kurz im Chat, Instagram oder Facebook mit großartig in einem Satz, es stirbt irgendwo eine kleine Katze. Ich habe nicht gesagt, dass die Plattform großartig ist, sondern dass jemand etwas Großartiges darauf gemacht hat. Es passiert auch sehr viel Scheiße dort. Nur um das nochmal gerade zu rücken. Und Horsi sagt auch, apropos Lieblingsthema, gibt es eigentlich Themen zu Kindergarten oder ist das etwas, was der Entwickler übersehen hat? Da ist mir jetzt nicht direkt was aufgefallen, was mit Sachen passiert, die vor der Schule sind. Tatsächlich ist das eine Sache, wo ich jetzt, aber wir können gleich mal gucken. Eine Sache ist hier noch offen, nämlich wir haben eine Forderung von einem unserer Spender, eine Spenderin, Erika Perez. Besteht darauf, dass wir Busförderungen einführen. Aha. Was hat uns daran gestört? Irgendwas war es. Es ist nur, es ist so ein Ding, was immer 10 kostet, was immer so war, wenn wir noch ein bisschen was über haben, dann haben wir an, gucken wir nochmal bei Transport rein und dann waren interessante Sachen weg. Also. Stimmt. Es ist halt irgendwie so in diesem Mittelfeld des politischen Kapitals. Ich würde sagen, also es ist jetzt tatsächlich wieder der opportunistische Weg. Nicht, weil sie es sagt, führen wir es ein. Es ist eine gute Gelegenheit, es einzuführen. Absolut. Dann tun wir das. Wir verlieren nichts dabei. Ja, man muss mal gucken. Es kann relativ teuer hochgesetzt werden, aber wir schauen mal. Die Pendler gehen krass hoch und die Autofahrer runter. Bus-Usage, also Benutzung von Bussen, geht hoch. Kapitalisten finden es wieder doof und es geht ein bisschen die Arbeitslosigkeit runter, nämlich 0,5, wenn wir es auf, ich hätte es jetzt gesagt, 1,1. Mhm. Oh, obwohl. Zu viel Kapitalisten-Missmut? Ach ne, der Kapitalist stört mich da ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ich wollte mir gerade nur kurz nochmal die anderen Bereiche angucken.
Ich wollte nur wissen, vor allem, wie sich das auf das Einkommen der Pendlerinnen und Pendler auswirkt, aber da sich das gar nicht auswirkt. Ja, 1-1. Da können wir auch nochmal überlegen. Aber hier hat sich anscheinend auch was geändert, was nicht richtig angezeigt wird, weil hier steht Corin, also aktuell 0 Veränderung und nach dieser Einführung sind es plus 235 Pfund. Das ist keine Prozentangabe mehr, sondern anscheinend rechnet er jetzt mit und anscheinend macht das den Grafen hier irgendwie kaputt. Also man muss da drüber gehen, aber es kommt einiges rein an Einkommen. Also na klar, wenn wir Busse unterstützen, führt das dazu, dass, dass die Pendler mehr Einkommen haben. Ja komm, dann lass uns das machen und vielleicht nochmal schauen, ob wir mit dem Geld nochmal irgendwas machen können. Electric Cars Initiative oder irgendwie, was noch aus diesem Transportbereich kam. Ja, ansonsten sind wir jetzt, was das angeht, durch. Ich bin jetzt mal, ich würde jetzt einmal noch kurz unsere Probleme durchklicken. So, wir haben die unwettbewerbsfähige, nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Es geht mir immer leichter von den Lippen, das ist toll. Wir gehen runter mit der Pollution, das ist großartig und zwar relativ steil. Das ist ganz wundervoll. Die Proteste sind ganz leicht nach unten gegangen. Gig Economy fast gleich geblieben. Die Wasserknappheit, oh, hat auch einen massiven Knick nach unten. Das ist sehr gut. Fettleibigkeit. Yeah. Da wird unser Food Labeling auch eine Rolle spielen, würde ich sagen. Oh ja. Also. Dann der Doctor Strike. Da hat sich kaum was verändert. Vielleicht ein klein bisschen nach unten. Überfüllte Krankenhäuser auch ein ganz klein bisschen nach unten. Und die Asthma-Epidemie geht genauso wie die Luftverschmutzung runter. Das ist sehr schön. So. Electric Car Initiative hätten wir, weil du gerade. Also, ich fange nicht wieder an, noch irgendwas zu verstaatlichen. Naja, ja. Also, es gibt halt Sachen, die können Unternehmen besser als der Staat. Muss man halt irgendwie gucken, was funktioniert und was nicht. Ja. Und bei der Bahn war ja im Endeffekt klar, ist super gut, dass wir es haben. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, weil wir gesagt haben, das ist einfach wichtig, dass wir das auch selber steuern können. Es war aber gleichzeitig auch klar, dass wir damit niemals Geld verdienen werden. Und es war auch klar, dass wir uns so ein Stück weit auch abhängig machen von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wenn die sagen, nö, dann funktioniert unser Verkehrskonzept auch vielleicht nicht mehr so gut. Ja. Aber uns war es wichtig und deswegen, das ist so, ich finde das auch nicht schlimm. Ja, also Electric Car Initiative wirkt sich direkt auf the environment aus und der Verbrauch von Öl geht runter und ansonsten finden es alle gut, selbst die Autofahrer. Ja, finde ich total gut. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, wie der Strom von A nach B kommt, insofern hängt es. Ja. So, wie viel wollen wir dafür ausgeben? Unser Überschuss ist diese Runde jetzt 3,85 Milliarden. 2,1 ist die Mitte. Ich würde sogar noch ein Stück runtergehen. 1,8 Milliarden ist ein ordentlicher, also minus 11,5%, was Bedarf an Öl angeht. Das ist schon gut. Total, und die positiven Auswirkungen auf den Umweltbereich sind halt auch echt toll und es ist eins unserer Hauptprobleme, die wir irgendwie angehen müssen. Ja. Und insofern, komm. Okay, sind wir schon wieder nur bei 2. Dann nächste Runde. Ja, im Chat gibt es den Hinweis darauf, dass Unternehmen, formuliert es mal positiv, ihren Gewinn maximieren wollen. Und ja, das ist so. Aber das Tolle daran ist, dass es immer mehr junge Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die sagen, hey Leute, wir sind soziale Unternehmen. Mhm. Und dafür gibt es inzwischen auch Förderprogramme, weil sie sich genau dagegen entscheiden, den Nutzen voranzustellen, sondern den sozialen oder gesellschaftlichen Mehrwert in den Mittelpunkt stellen und dafür stattdessen einfach auch Geld für sich. Also es gibt auch da einen Wandel und ich glaube, der ist wichtig. Ja.
Okay, dann nächste Runde. Es geht jetzt, es ist tatsächlich eine Sache, Democracy 4 geht schneller als Democracy 3. Wenn es nicht rein zufällig wieder ein Dilemma gibt. Also Health geht weiter hoch tatsächlich. Jetzt haben wir wieder ein jetzt haben wir wieder ein Dilemma. Das ist auch ein interessantes. Horsty, ich gucke in deine Richtung. Rewrite School History Books. Viele unserer Lehrbücher in der Schule für den Geschichtsunterricht sind veraltet und zeigen einen großzügigen Blick auf die Vergangenheit unseres Landes und ihre Errungenschaften. Einige Aktivisten schlagen vor, dass tiefgreifende Veränderungen in diese Bücher eingeführt werden und somit wirken auf die Art und Weise, wie den Kindern unsere Geschichte beigebracht wird. Und damit die Geschichte mit einer modernen Attitüde bewertet wird. Und da ist es, eine Alternative ist, dieses Umschreiben der Lehrbücher akzeptieren. Es ist sehr schockierend, wie einseitig viele Sachen dargestellt wird. Oder die Lehrbücher in Ruhe lassen. Es ist einfach ein mittelklassen-liberalen Schuldigkeitsversuch, um die Geschichte umzuschreiben. Damit geht's da los. Also, ja, weiß nicht. Ich würde pauschal sagen, eigentlich muss das Umschreiben von Schulbüchern ein kontinuierlicher Prozess sein. Ist es ja tatsächlich auch in Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, also ich habe das große Vergnügen, immer mal wieder in unterschiedlichen Projektzusammenhängen mit Lehrerinnen und Lehrern zusammenzuarbeiten. Und da gibt es auch eine, die in Schulbuchkommissionen dabei sind, wo sich dann einzelne Lehrerinnen und Lehrer treffen, sich die Schulbücher angucken und gucken, was davon irgendwie brauchbar ist für den Unterricht und das so ein bisschen mitgestalten. Weil die müssen ja schlussendlich damit arbeiten. Und also für mich stellt sich die Frage, wollen wir unseren Kindern in der Schule wissenschaftlich fundierte Informationen weitergeben oder wollen wir einzelne Perspektiven darstellen, die einfach andere Bereiche aber auch ausgrenzen können? Und so, das ist auf der einen Seite die Frage für mich, so, was ist Wissenschaft, welche Beziehung hat oder welche Bedeutung hat Wissenschaft auch für Bildung, für die aktuelle Bildung? Und auf der anderen Seite aber auch die Frage, wozu haben wir den Geschichtsunterricht? Man will ja auch irgendwie idealerweise was lernen. Da sind Dinge passiert, aber die sind abgeschlossen. Daraus kann man was mitnehmen. Und wenn wir nicht wüssten, was Nationalsozialisten anderen Menschen angetan haben, würde vielleicht der eine oder andere heute nicht so stark reagieren. Weil, naja, die Namen werden halt verloren. Es gibt einen Grund, warum Stolpersteine verteilt werden und gelegt werden und das Projekt ist. Also ja, ich das bin ist ganz aber, klar, dann ja, werde aber, ich auch emotional Märkte für überarbeiten. Ja, also mein Blick auf diese Sache ist so, ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Schulbuchverlagen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich auch schon mal für den ein oder anderen Schulbuchverlag kleine Sachen gemacht. Auf der anderen Seite sehe ich da das ähnlich, was auch im Chat gerade gesagt wird. Ich kenne jemanden bei einem Schulbuchverlag, die ist aber eher frustriert. Das ist auch so eine Sache, ich habe den Eindruck, das ist jetzt nur meine Außensicht, dass das auf jeden Fall die Situation in Deutschland, dass das relativ träge Kähne sind, die aber halt auch vor allem der... Also ich habe immer das Gefühl, weil das halt aus der Kultusministerkonferenz ist und weil das so eine Ländergeschichte ist, dass da sehr, sehr viel, also kaum ein wissenschaftlicher Standard angelegt wird, sondern eher, was ist gut für unsere Wählerzielgruppe. Und das finde ich dann immer total alarmierend, wenn das der maßgebliche, ausschlaggebende Punkt ist, wie Unterricht gestaltet wird. Also ehrlich, ich kenne mich da nicht aus. Ich fände es aber total spannend, das Gesicht einer Lehrerin oder eines Lehrers zu sehen, die diese Dinge dann in der Hand haben und benutzen sollen. Also das dauert ja Jahre, bis es dann tatsächlich auch im Schulunterricht ankommt, von dem wir machen das, bis es erarbeitet und dann wird es tatsächlich genutzt.
Und wenn wir davon ausgehen, dass es vorher eine Prüfung gibt, welche Bücher nehmen wir und welche nicht, da stellt sich mir die Frage, wie viel nutzt das denn, wenn Politik sich da einmischt? Also, und warum eigentlich? Tja, weil die Schulen dafür Geld ausgeben werden. Hoffentlich. Und dann möchte es Mitbestimmung geben, wenn wir da schon... Also, ne, ich nehme da niemanden in Schutz, aber das ist, das ist der sehr, sehr einfache Grund, warum ich mir vorstellen kann, dass da Beeinflussung stattfindet. Wofür entscheiden wir uns jetzt eigentlich? Ich hätte jetzt gesagt, rewrite Textbooks, weil dieser konkrete Fall ist, wir sollten einen modernen Blick auf Geschichte werfen, finde ich sehr, sehr gut, weil nur weil Geschichte etwas ist, was damals passiert ist, kann die aktuelle Forschung trotzdem neue Erkenntnisse bilden und auch wie man etwas erzählt und in den Kontext setzt, ist immer total wichtig, dass das auch aktualisiert wird. Deswegen genau. Hätte ich gesagt, dass ich Rewrite Textbooks mache. Und die andere Seite argumentiert mit einem politiktheoretisch, wie auch immer, ideologisch geprägten Ansatz und sagt, oh, das ist Liberalismus und die liberale Schuld und so. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass das auf dem neuesten Stand sein muss. Genau. Finde ich gut. Sehr schön. So, Liberale finden es toll, plus 9. Die Eltern finden es gut. Es macht 10% plus auf die Bildung. Und minus 12 für die Patrioten. Ja, mein Gott. Bei den Patrioten, wir machen wirklich gar nichts. Bisher, glaube ich, was ihnen gefällt. Außer irgendeine Tourismusgeschichte. Ich glaube, die fanden die gut. Da ja, und auch das, auch, auch wenn irgendwer einen Preis gewinnt und auch das Space Program finden die toll. Ja, also das war da waren auch zwei, drei Sachen, die sie auch gut fanden. Gut, dass wir so gut sind. Das führt auf jeden Fall dazu, dass sie noch nicht rebellieren, aber genau darauf wollte ich hinaus, dass wir nochmal auf diesen Terrorgefahr-Übersicht schauen, einfach um mal so unser Bedrohungspotenzial im Land. Ja, da gucken wir gleich mal drauf. Ich denke, dass die Kapitalisten quasi schon die Pistolen putzen, hätte ich jetzt fast gesagt. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.